haben die zweite Insel geschafft, oder fast geschafft. Wir müssen jetzt zur nächsten Insel. Und Nasha the Basher ist auch da. Ja, wir haben die zweite Insel natürlich fast. Fast geschafft. Wir müssen gleich hier hin. Zum Hano Hano Resort. Das bedeutet, wir fliegen nach Akala. Ja, und unsere Pokémon sind unten. Marikek, dann der Bus. Kurelei, Bundleby, Gewalter, der fast gestorben wäre. Und Ditto, alias Wandli. Ja, und jetzt kommt irgendwas mit der Aether Foundation. Ja, wir haben zwar noch ein paar Pokémon in der Hinterhand. Die zeige ich noch mal kurz. Ja, Mangunior, ein Gyarados wahrscheinlich nachher. Zuckerdino. Aber wir bleiben bei denen hier. Und alle sind so rund um Level 26. 26, 27. Richtig. Dann, ne? Wollen wir einfach weitermachen. Obwohl, brauchen wir ein paar Items? Bälle oder so? Nee, eigentlich nicht. Brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt Richtung Osten. Okay, wir brauchen kein Schutz-Item. Einfach mal ein bisschen schneller. Da, zum Hano Resort, oder wie heißt das? Genau. Ja. Ist jetzt noch nichts passiert. Schnell, die Trauung fängt gleich an. Möchtest du nicht mitmachen? Ja. Was muss ich hier machen? Hier kommt, okay. Pokémon werden verheiratet. Und Pika Pika. Pikachu. Schmacht. Du darfst die Worte nun küssen. Und. Chu. Das haben sie nicht gezeigt. Ja, war's das? Oder. Okay, ein Geschenk gibt's. Einen Rosenrauch. Aber wir müssen ja erstmal hier hinein. Oder nicht? Ja, da wartet die. Ne, da wartet er. Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ich sollte mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich habe doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich das Aetherparadies. Das Aetherparadies ist eine künstliche Insel, errichtet mitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der sein Versprechen hält. Du wirst also mit zum Aetherparadies kommen, oder? Ja. Gut, dann folgen wir bitte. Das Aetherparadies ist ein überwältigender Ort. Und weiter geht's. Ich kümmere mich um alle Trainer auf Inselwanderschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört zu, ihr beiden. Messen solltet ihr euch nur an euch selbst und vertraut den Pokémon an eurer Seite. Was ist mit dir, Professor? Wir haben noch eine Menge anderer Dinge zu tun. Aber werft ihr doch für mich einen Blick auf die berühmte Technologie der Aether Foundation. Ah, genau, unser nächster Treffpunkt. Ich warte mal hier Ziergarten auf der Insel Ula Ula auf euch. Ja, endlich geht's weiter. Und mit so einem Schiff meine ich nichts geringeres als eine Fähre. So, da besteigen wir beide Dingens.
Muss man das Pokémon dafür verwandeln? Ne? Natürlich. Oh Junge, bin ich auf das Ätherparadies gespannt. Nashville Wäsche, kannst du Peace mit mir kämpfen? Ja, jetzt halt nicht, ne? Jetzt ist erstmal der Stream. Ätherparadies. Da ist es. Ein Hypno, ein Alola Mauzi, ein Miltag sehen wir hier. Und da sehen wir noch Fabian. Da wären wir, ihr beiden. Das ist das Ätherparadies. Mangunior und Muggelbaum. Patricia Katzenlady ist auch da. Hallöchen. Das Ätherparadies dient dem Schutz und Erhalt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neueste Technologie. Zum Halt und Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Jedoch kann man im Ätherparadies selbst keine Pokébälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Okay. So, jetzt lernen wir die ganzen Leute kennen. Und wer das ist? Würdest du mich bitte nicht mit meinem Namen ansprechen? Ich habe nicht umsonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unsere Bemühungen zum Schutz der Pokémon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führe du derweil diese Kinder herum und bringe sie dann zur Präsidentin, ja? Da ist er erstmal weg. Uff. Pia, Archie, Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Freut mich und wir sagen Alola. Alola. Moment mal, du kennst unseren Namen? Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beiden uns dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut, begeben wir uns zum Eingang im oberen Stockwerk. Wollen wir den Aufzug nehmen? Klar. Es geht aufwärts. Ja, das war das. Aha. So, da sehen wir ein... Wie heißt dieses Pokémon noch gleich? Okay, das ist der Eingangsbereich. Eine Rezeption. Hier könnt ihr eure Pokémon heilen lassen. Blubella Araqua. Architali. Ihr zwei seid auf Inselwanderschaft, um Champ zu werden. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr 11 Jahre alt seid? Das stimmt. Sie wissen gut Bescheid. Und hallo Pöja Twitch. Willkommen. Ja, wenn man 11 Jahre alt ist, kann man auf Inselwanderschaft gehen. Ich habe meine angefangen, weil ich irgendwann mal gegen meinen Opi gewinnen will. Wenn er alles gibt. Aber im Moment will ich einfach nur Spaß haben auf meiner Inselwanderschaft. Verstehe. Wenn man in euer Alter kommt, muss man selbst entscheiden, ob man reif genug dafür ist, auf Reisen zu gehen. Schließlich ist ein Trainer für seine Pokémon so etwas wie ein Elternteil. Archie, Tali, wir fahren weiter nach oben zur Schutzzone. Los geht's. Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokébällen im Ätherparadies verboten. Das ist ja wie ein Naturschutzgebiet, freut sich der Tali. Hier haben wir all den Pokémon Zuflucht. Hier bieten wir all den Pokémon Zuflucht, auf die es Team Skull abgesehen hat. Manche Pokémon müssen besonders beschützt werden, wie zum Beispiel Corazon. Sie sind bedroht, weil sie von Pokémon namens Gastella angegriffen werden. Den Corazon in Kanto scheint es da übrigens besser zu gehen. Wisst ihr, ich bin früher nämlich einmal durch Kanto gereist. Aber lasst mich euch aus dem Pokédex vorlesen. So, jetzt erfahren wir was über Corazon. Corazon.
In Alola gibt es viele Korossonen mit kurzen Korallenarmen, da es dort von ihren fressfeinen Gastellern nur so wimmelt. Opi hat mir mal gesagt, dass es in der Natur ziemlich brutal zugehen kann. Aber kann die Aether Foundation überhaupt alle Pokémon beschützen? Ja. Eine gute Frage. Wir wollen schließlich auch nicht das natürliche Gleichgewicht zerstören. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mensch in die Natur eingreifen darf. Die Aether Foundation ist echt der Wahnsinn, aber eins frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum habt ihr euch eigentlich oder ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Wer weiß, unsere Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie, was in ihr vorgeht. Sie heißt übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. So. Und Donny HD ist auch da. Ihr solltet ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Das sollten wir in der Tat tun. Hier geht's nicht. So, wir sind oben und müssen jetzt wohin? Nach unten rechts vielleicht. Da ist es versperrt. Moment. Okay. Da nicht. Da haben wir einen Starmie. So, was hat er zu sagen? Wir halten hier auch Pokémon in ihren sogenannten Regionalformen. Welche Umwelteinflüsse sind es, die solch einen Wandel in diesen Pokémon bewirken? Boden, Wasser, Temperatur. Wir führen hier Tests durch, um das herauszufinden. Wie die Regionalformen entstehen konnten, das lässt sich ganz einfach erklären. Ach so, wer lange genug im Urlaub in der Sonne macht, holt sich irgendwann einen Sonnenbrand. Ich glaube, die Regionalformen sind auf ganz ähnliche Weise entstanden. Schön. Aber ich suche die Präsidentin. Da ist sie ja auch schon. Meine süßen, geliebten Pokémon, ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Nanu? Und da ist Samantha. Achimtali, ich heiße euch im Aether-Paradies willkommen, der Privatinsel der Aether Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schrecklich egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und überschütte sie mit meiner Liebe. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha, was du alles machst. Präsidentin solch einer großen Organisation und das, obwohl du noch so jung bist. Nicht doch, Tali, mir so zu schmeicheln. Da verzeih ich dir sogar das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen. Guter Witz. Im Ernst jetzt? Ihr seid doch nicht so schockiert. Ein guter Look kann eben Wunder bewirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne mal bei einem Einkaufsbummel beraten. Ich weiß nicht. Dein Stil ist schon ziemlich speziell. Lilly steht das sicher total, aber mir? Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Buh, buh, da passiert's. Aber was passiert? Diese Erschütterung, kam das aus dem Untergeschoss? Öffnet sich die
Ultrapforte. Ui. Hallo Angelique Borde, willkommen zum Stream. Ja, und jetzt müssen wir gegen... Nein. Du kommst aus einer anderen Welt? Ah, nee. Samantha, sei vorsichtig. Irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Du arme Kreatur. Wir können also doch antreten. Gegen Anego. Ja, es greift ja speziell an. Ja, da müssen wir wohl Noel nehmen, oder? Nee. Da müssen wir Gewalter nehmen. Wir können es auch kopieren mit Wandli. Aber speziell ging speziell. Oh yeah, der erste Ultra-Bestien-Kampf. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen erscheint. Oh, seine Verteidigung ist auf plus 2, aber es hat eh eine schwache Verteidigung. Wir haben Flying Press. Ja. Kann dieses Ding irgendwie etwas uns antun? Eigentlich nicht. Ich drücke einfach mal Flying Press. Müsste neutral sein. Nee. Boah, noch nichts. Okay, Giftschock. Tut weh. Ja, tut weh. Aber wir haben ja den Ruheort, ne? Ich gehe mal auf Clownwetzer. So, nächsten Angriff werden wir überleben. Oh, Psywelle. Geh mal auf den Ruheort. Psywell ist doch Psycho und wir sind doch im Kampf-Pokémon. Alter. Ja gut, Flying Press. Das können wir nicht verfehlen. Ist nicht so effektiv. Ja gut, Giftschock. Oh, oh. Ja, ich muss jetzt Ruhe orten. Also Anego ist schon stark, ne? Aber Gewalter macht einen ganz guten Job. Und es flüchtet einfach. Wir kriegen keine Punkte. Und da ist es. Ja, weg. Wieder eine andere Dimension. Ich hatte schon befürchtet. Wir brauchen wohl doch das Kleine. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass es entführt wird. Samantha, alles ist in Ordnung? Das war eben eine Ultrabestie. Diese Kreatur kam aus der Ultradimension, einem Ort jenseits der Ultrapforten. Und wir sehen zum ersten Mal seine Augen, oder? Glaube schon. Hä? Wie sehen die denn aus? Das sind Mitglieder des Ultra-Forschungsteams. Sie beraten uns in Sachen Ultra-Bestien. Wollt ihr euch vorstellen? Ich heiße Darus. Und ich bin Amamo. Ultra-Pforten, Ultra-Bestien. Mittels der Ultra-Pforten sind wir aus einer anderen Welt nach Alola gelangt. Aus einer dunklen Welt, deren Licht von einem Wesen namens Necrozma geraubt wurde. Necrozma ist echt der Wahnsinn. Es kann Licht nach Belieben manipulieren. Früher hat es uns ein geheimnisvolles Licht gespendet, aber dann ist es völlig außer Kontrolle geraten. Keine Angst, es ist alles in bester Ordnung und unter Kontrolle. Selbst wenn eine Ultrabestie oder dieses Necrozma aus einer anderen Welt hier einfallen,
sind wir von der Aether Foundation bestens darauf vorbereitet, das Licht Alolas zu beschützen. Ihr müsst euch also um nichts Sorgen machen. Ja, hoffen wir. Pia, wir sollten nicht vergessen, dass unsere beiden Gäste eigentlich auf Inselwanderschaft sind, richtig? Bringen Sie bitte zur nächsten Insel. Natürlich. Ich werde nachsehen, ob meine geliebten Pokémon allesamt wohlauf sind. Außerdem muss ich noch mit Fabian reden. Ich hoffe, er kann mir erklären, was da unten vorgefallen ist. Möglicherweise war das Experiment, eine Ultrapforte zu öffnen, nicht ganz so erfolgreich wie erhofft. Dann werde ich euch mal nach Ula Ula bringen. Winke, winke. Und ab zur dritten Insel. Da geht's zur nächsten Prüfung und zum nächsten Encounter, würde ich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Ultrapforte sehen würde. Und schon gar nicht Besuch aus einer anderen Welt. Das muss ich unbedingt Professor Burnett erzählen. Ich bin froh, dass ihr es so positiv seht. Wir waren nämlich genauso überrascht wie ihr. Es war wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Hier ein kleines Andenken an den heutigen Tag. Ein Malazada und eine TM. Wow, ein Maxi Malazada, danke. Findet ihr nicht, dass leckere Sachen noch, wenn man sie teilt? So, jetzt zur TM. Oh, Psychokinese. Die werden wir sofort Bundlebee, also Amy, beibringen. Ich hoffe, ihr erlebt noch viele weitere tolle Abenteuer auf eurer Inselwanderschaft. Macht es gut. So, jetzt haben wir auch was gegen Gift-Pokémon. Mir schlägt das jetzt immer noch bis zum Hals. Die Ultra-Pforten gibt es also wirklich. Und die Ultra-Bässchen auch. Und dann auch noch das Ultra-Forschungsteam. Die Welt steht. Bin schon gespannt, was uns auf der nächsten Insel alles erwartet. Zeit für einen Snack. Ha, er ist zufrieden. Wir wahrscheinlich auch. Das war lecker. Lecker. Schade, dass nichts mehr da ist. So, von der Aether Foundation rüber zur dritten Insel. Ula Ula. Wo auch die Pokémon-Liga stattfinden wird. Ah, da ist der Magiziergarten. Da wartet unser guter Professor. Und ich glaube, hier gibt es auch einige TMs zu kaufen, glaube ich. Hutsasa, da wären wir. Ula Ula sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als die bisherigen Inseln. Als nächstes geht's zu Professor Kukui. Er wartet im Magiziergarten auf uns, richtig? Aber warum eigentlich genau da? Naja, das finden wir wohl bald heraus. Was hat er zu sagen, der Rotom? Wir sind auf Ula Ula angekommen. Britz, der schreit nach einem neuen Insel-Pokédex. Fange viele wilde Pokémon, Britz. Jawohl. Das tun wir. Der Pier, okay. Na, das ist super. Da haben wir ein kleines Corazon. Okay, falsch sind wir. Gibt es hier was? Irgendein Item? Nee, gibt es nicht. Okay, alle sind geheilt. Cool. Ja, und hier? Gibt es einen Pokémon-Kampf? Ja. Yep. Mit wem wird er anfangen? Wahrscheinlich mit... mit dem... anderen... Mitsunda, so heißt er. Und Mitsunda...
Kann eigentlich nichts machen gegen unseren Rob. Aber wir haben ja noch eine gute TM. TM Psychokinese. Absorber Diebeskuss. Ja, wir nehmen den Absorber weg. Den brauchen wir gar nicht. Soll ich mal Tristan nach vorne stellen? Joa, machen wir mal. Leider haben wir noch kein Gedankengut. Das wäre noch besser. Gut, wir haben Wachstum, Beta-Kuss. Na, der kann ja gar nichts ausrichten. Nee, der kann nichts. Okay, wir haben eine 1, 2, ja, doppelte Feuerschwäche.